Hallo und herzlich willkommen bei unserer Online-Talk-Runde. Wir wollen uns heute Abend mit dem Thema Hass im Netz beschäftigen und der Frage widmen, ob dieser Hass auch auf das Offline-Leben überschwappt, ob das Gift für unsere Gesellschaft darstellt. Wir kennen leider alle diverse Erfahrungen aus dem Netz, wo es eben problematische Äußerungen oder hasserfüllte Äußerungen gibt. Und wir wollen uns heute Abend einfach mal anschauen, inwiefern das vielleicht eben auch auf das gesellschaftliche Leben vor Ort sich auswirkt. Mein Name ist Björn Friedrich, ich bin vom Studio im Netz und für das Projekt WestUp, das im Westen von München sich mit kultureller Medienbildung beschäftigt. Wir begrüßen heute Abend vier Gäste. Neben mir ist noch dabei hier die Symeje Gülten vom Projekt Familie begleiten stärken. Dann die Barbara Hartmann-Tumba von der Initiativgruppe Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. Dann begrüßen wir den Peter Hilkes von Morgen e.V., dem Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen, und Ruben Lenz von den Pastinaken, dem Kollektiv für politische Bildung in München. Und vom Studium Netz und vom Projekt WestUp ist noch meine Kollegin Sophia Kiemann dabei, die uns jetzt mal kurz in das Thema noch einführen wird. Bitte schön. Genau. Schön, dass Sie alle zusammen da sind. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Bevor wir jetzt gemeinsam miteinander darüber sprechen wollen oder diskutieren wollen, was denn Hass im Netz ist und wie sich das auf unseren Alltag oder unser Offline-Leben auswirkt, würde ich kurz noch klären, was denn überhaupt Hass im Netz ist. Sie alle haben ja sicherlich schon mal den Spruch gehört in irgendeiner Form, vielleicht nicht genau in der Formulierung, sondern in einer anderen. Jeder darf im Netz alles sagen und alles mit allen teilen. Oder jede darf im Netz alles sagen und alles mit allen teilen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Spruch, den sich Mark Zuckerberg schön groß als Versprechen für seine Plattform auf die Fahne geschrieben hat. Ich stelle mir aber da zum Beispiel die Frage, ist dieses Versprechen von dem Netzwerk oder von den Netzwerken realistisch oder zum Beispiel längst eingeholt? Also darf ich im Netz alles sagen, wirklich alles sagen oder alles mit allen teilen? Weil feststeht oder Fakt ist ja vor allem, dass spätestens seitdem ja soziale Medien fester Bestandteil in unserem Leben sind und in unserem Alltag, nehmen ja auch Hassreden immer mehr zu. Also HaterInnen zum Beispiel demütigen Menschen, Gruppen, Ethnien im Internet, indem sie sie zum Beispiel beleidigen, drohen oder auch zum Beispiel herabsetzen. Und dabei spielt es ja meistens gar keine Rolle, ob der Täter oder die TäterInnen Einzelpersonen sind oder zum Beispiel sich da als Gruppe versammeln und dann als Gruppe agieren oder ob zum Beispiel ihre Opfer berühmt sind oder nicht berühmt sind oder zum Beispiel welches Aussehen, welches Verhalten, welches Geschlecht, welche Religion zum Beispiel die Opfer haben. Alle gemeinsam haben oft oder eigentlich immer, besser gesagt, dass gerade diese Taten ja schon auch eine Vorstufe zur physischen Gewalt sind und dass den Opfern ja ihre Rechte abgesprochen werden. Das heißt, wenn ich Hate Speech streue im Netz, dann ist es nicht nur, dass ich einfach ein paar unangemessene Wörter tätige oder Aussagen tätige, sondern eben, dass Hassreden schon ein reales Problem ja eben für reale Menschen ist. Leider gibt es da natürlich auch zum Beispiel bekannte Beispiele, auch gerade das jüngste, wie zum Beispiel mit Jasmina Kuhnke, für die, die sie nicht kennen. Das ist eine Comedy- und Buchautorin und eine Social-Media-Aktivistin, die sich zum Beispiel sehr stark für Antirassismus einsetzt. Sie selbst ist auch Afrodeutsche oder bezeichnet sich selber eben als Afrodeutsche Serbkroatin, also weil ihr Vater ist Senegalese, ihre Mutter ist Kroatin. Sie ist aber in Deutschland geboren. Genau, und die zum Beispiel setzt sich sehr stark online auf ihrem Twitter-Account und auf anderen Plattformen sehr stark gegen Rassismus ein und wird daraufhin oder wird seitdem eben entsprechend auch selber rassistisch beleidigt und bedroht wegen ihres Engagements. Und das ist so weit eskaliert, dass gerade diejenigen, die oder TäterInnen, die sie bedrohen, ihre Adresse, zum Beispiel ihre Wohnadresse im Netz verbreitet haben und sie dementsprechend mit ihrer kompletten Familie einmal umziehen musste und ihr Zuhause verlassen musste, weil sie einfach nicht mehr sicher war da, weil sie dann täglich Bedrohungen bekommen hat, immer wieder Leute geklingelt haben beispielsweise. Und was zeigt es uns? Das zeigt uns, dass gerade TäterInnen mittlerweile sehr stark dazu bereit sind, weit über das
Online-Netz hinauszugehen. Also das zeigt einfach, wie weit Täterinnen bereit sind zu gehen. Genau, dementsprechend stellt sich das ja für uns die Herausforderung oder ergeben sich ja Herausforderungen, wie wir zum Beispiel als Einzelpersonen, aber eben auch als Gesellschaft darauf reagieren und was das für Auswirkungen für unser Online-, aber auch unser Offline-Leben hat. Genau, und da würden wir gerne eben entsprechend mit Ihnen, mit euch, mit unseren GästInnen darüber diskutieren. Genau. Hey, gut, vielen Dank soweit. Ja, jetzt wollen wir die Frage mal an die Gäste hier in der Runde weitergeben. Wir haben auch Cat-Content, okay. genau, also die Frage ist, bei dem Thema Hass im Netz passen Katzen immer gut ins Bild. Das ist hervorragend gelöst. Also die Frage ist, was uns allen gemeinsam ist, uns Sechsen hier heute Abend. Wir arbeiten alle in der sozialen Arbeit im weitesten Sinne, haben da verschiedene Tätigkeitsfelder, aber sind alle in diesem Bereich aktiv. Welche Herausforderungen ergeben sich denn für uns so in unserer alltäglichen Arbeit aus diesem ja, Hass, der sich online und vielleicht eben auch offline äußert? Sumeyye, ich würde mal bei dir anfangen. Du bist auch in Neuaubing und im Westkreuz sehr stark aktiv mit eurem Projekt Familienbegleitend stärken. Was würdest du da für Schlussfolgerungen ziehen? Was seht ihr da als Herausforderungen? Vielen Dank, Björn. Genau, ich bin, was ich bei uns sehe, ist einfach, es gibt natürlich. Also dadurch, dass die Leute unter sich sind, wenn Migrantinnen quasi unter sich sind, dann ist es ja kein Problem, dann gibt es auch weniger Probleme, zumal wenn man quasi dann zu verschiedenen Einrichtungen zum Einkaufen oder auch im Alltagsleben ist, da begegnet man natürlich auch rassistischen Äußerungen oder Anmerkungen oder Blicke natürlich, die auch viel aussagend sind oder sowas. Und was natürlich besonders trifft, ist, wenn Kinder in der Schule oder Schülerinnen in der Schule von Lehrern rassistische Bemerkungen oder zumindest Aussagen, unterschwellige Bemerkungen bekommen, also an den Kopf geworfen bekommen, mit denen, also mit offenen Angriffen können die Kinder wahrscheinlich eher was anfangen, als wenn es verdeckte Angriffe sind, die über verschiedene Wörter gesagt werden, die, wie soll ich sagen, die einfach die aufgrund der Sprache vielleicht nicht ganz verständlich ausgedrückt werden. Also das ist zu sehen quasi also im Schulleben oder auch im Alltagsleben. Und aufgrund der Sprache ist es natürlich auch so, wenn Migrantinnen zum Beispiel die Sprache nicht so gut beherrschen, dann verstehen sie auch manche Sachen nicht so, wie es eigentlich gemeint ist. Manche sagen, das ist dann quasi ein Vorteil, dass man diese rassistische oder dass man diese Aussagen nicht versteht, aber letztendlich als Mensch fühlt man das ja auch, ne? Und die Schwierigkeit ist dann, dass man dem nicht antworten kann oder so. Also das merken wir jetzt bei den Leuten, die mit denen wir zusammenarbeiten. Siehst du da zum Beispiel, also ich hoffe, ich darf du sagen, gerne. Zum Beispiel auch einen Zusammenhang, auch gerade in der Hinsicht, als das quasi vielleicht Auslöser aus dem Netz eben kamen zum Beispiel und das sich dann eben in das Offline-Leben übertragen hat, oder sind das eher rassistisch motivierte Sachen oder eben Hass, der eben aus dem realen Leben auch entsprungen ist? Also ich denke, es gibt eben verschiedene, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich Menschen in verschiedenen Gruppen, sei es WhatsApp-Gruppen, sei es Telegram-Gruppen, wie auch immer, in verschiedenen sozialen Medien aktiv sind und sich dadurch so aufheizen, gegenseitig aufheizen, dass sich manche dann eher trauen, sich, wenn sie ein, in Anführungszeichen, Opfer sehen sozusagen, dass sie das dann eher belästigen. Also das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass
man auf dem Online sozusagen ins Offline das überträgt. Also das ist auf, also zumal wenn ich jetzt an eine Schule denke, ist es ja, es kommt es sehr oft vor, dass Kinder innerhalb der WhatsApp-Gruppen, die sie ja in den Klassenchats oder sowas haben, sich gegenseitig in, ich verwende jetzt mal ein Jugendwort, dissen quasi, und das dann natürlich sich überträgt im Klassenverband, also vor allem unter Jugendlichen und Kindern ist es sehr verbreitet. Genau, das würde ich gerade zum Beispiel zu letzterem vielleicht auch noch einen Punkt hinzufügen. Also wir haben ja auch viele Schulprojekte beispielsweise und da referieren wir ja auch über Beispiel sowas wie Cybermobbing. Das ist zwar nochmal ein anderes Thema, aber gerade ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass gerade bei jungen Leuten auch das vielleicht auch nochmal einen Faktor andersrum hat. Also entsprechend, dass vieles im Offline-Leben erstmal stattfindet und dann aber ins Online-Leben übertragen wird. Da hatten wir zum Beispiel dann auch, wo ich mal die Frage gestellt hatte an die Kinder, was wären denn so Gründe, warum man denn quasi gemobbt wird im Netz. Und da hatten dann zum Beispiel viele das an Merkmalen festgemacht, wie zum Beispiel ihrem Aussehen, an ihrer Religion, an ihrer Sexualität, an solchen Punkten. Also da hat man schon auch stark gemerkt, dass das zum Beispiel auch Punkte für sie sind. Genau. Ich würde, oder Björn, wolltest du noch was sagen? Sonst würde ich die Frage einfach auch mal erstmal so stehen lassen und tatsächlich auch weitergeben. Und zwar genau die gleiche Frage auch mal an die Frau Tumba, genau. Wie Sie das beurteilen? Also sehen Sie auch, dass es quasi einen stärkeren Hass in der Gesellschaft durch soziale Medien eben gibt und wie das sich eben auf unser Zusammenleben auswirkt? Also welche konkreten Beobachtungen haben Sie zum Beispiel dazu gemacht im Kontext Ihrer sozialen Arbeit? Ja, hallo, guten Abend, danke für die Einladung. Ich bin ja gar nicht in einem sozialen Beruf tätig. Ich erlebe das alles quasi nur online und zwar betreue ich für die Initiativgruppe die Social Media Kanäle. Aber wovon ich zum Beispiel erzählen kann, ist von sozialen Kunstprojekten, die ich schon geleitet habe. Zum Beispiel habe ich vor 20 Jahren ein Fotoprojekt begonnen in Bosnien mit Frauen aus Srebrenica. Das waren muslimische und serbische Frauen und mit denen habe ich im Jahr 2000 gearbeitet, 2005 und 2015 zum 20-jährigen, also als die Eroberung 20 Jahre her war von Srebrenica. Ich weiß nicht, das sagt wahrscheinlich schon allen etwas, Srebrenica, das ist der Ort, an dem in Europa das größte Massaker stattgefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden einfach die muslimischen Bewohner zusammengetrieben und sehr viele Menschen getötet, vor allem Männer, also um die 8000 Männer. Und wir haben dann damals, als wir 2015 nochmal uns zusammen getroffen haben, um weiter zu fotografieren, also die Frauen haben ihr Leben fotografiert und erzählt, wie es ihnen geht und was sie erlebt haben, haben sie versucht, in Bilder umzusetzen. Da haben wir überlegt, können wir das wirklich wagen, diesen Sprung von Ausstellungen in schönen Räumen rein in die sozialen Medien, um dort die Arbeit zu teilen. Und wir haben das dann einfach gemacht. Es gab eine Instagram-Gruppe und eine Facebook-Gruppe. Und natürlich haben wir dann irgendwann mal Nationalisten angezogen, die wirklich sehr böse Kommentare gemacht haben. Ich habe das auch vorhin noch mal nachgeschaut. Da gab es zum Beispiel einen Mann, jetzt kommt meine Tochter. Oh, Rosa Mini. Der Papa hat gesagt, ich soll beide Hosen anziehen. Ja. Entschuldigung. Problem. Genau, und da gab es zum Beispiel einen Mann, der hat in der Facebook-Gruppe ganz offen die Frauen bedroht,
eigentlich für nichts, dafür, dass sie ihre Geschichte erzählt haben, und hat tatsächlich geschrieben: Ich wohne ein Dorf weiter, nur 10 Kilometer entfernt, und ich werde euch alle umbringen. Also, das war schon heftig, und sowas würde man wahrscheinlich niemandem einfach so ins Gesicht sagen. Also, es ist schon so, dass online die Menschen einfach, ja, Sachen sagen, die sie einem sonst niemals ins Gesicht sagen würden. Aber tschüss, bis später. Aber ich muss auch sagen, dass dann die Community aus dieser Facebook-Gruppe sehr schnell auch reagiert hat und den zurechtgewiesen hat. Und natürlich, letztlich haben wir den dann irgendwann gesperrt, weil er nicht locker gelassen hat. Das ging dann doch relativ schnell. Aber er ist offline dann nie aufgetaucht, oder? Er hat nur online gedroht. Mhm. Und es ist bei Lerndrungen geblieben quasi. Ja. Oder zum Glück. Ja. Ja. Mhm. Aber ich finde, es lohnt sich trotzdem, so ein Projekt in den sozialen Medien auch zu veröffentlichen, weil nicht nur das Hass anzieht, sondern auch ganz viel Sympathie und, ich sage jetzt mal banal, Liebe. Also zum Beispiel ist eine Frau gestorben und von der haben wir ein Foto da reingesetzt und dann haben sich von der ganzen Welt Menschen gemeldet, wie toll diese Frau war und wie sehr sie die geliebt haben. Und also die sozialen Medien sind also nicht nur asoziale Medien, aber das mal als ein positives Beispiel. Aber mir ist zum Beispiel auch wieder eingefallen, ich habe eine Drogeriekette mal angeschrieben, warum ihre Creme heißt normale bis dunkle Haut. Dass es ja Menschen treffen könnte, die dunkle Haut haben und sich dann nicht als normal empfinden. Und da gab es dann auch sofort ganz viel böse Kommentare von wegen, ich hätte die Lotion gesoffen oder so. Also es ist schwierig. Natürlich radikalisieren sich immer mehr Leute übers Internet. Es gibt auch so ganz böse Facebook-Gruppen, wo gegen Minderheiten gehetzt wird. Aber ich bin da wirklich zwiespältig. Ja. Manchmal hasse ich die sozialen Medien, manchmal liebe ich sie. Ja. Passt gut zusammen, ja. Ich glaube, man trifft eben alles, ja. Man macht viele negative Erfahrungen, aber man macht auch viele positive Erfahrungen. Ja, ich denke, das Positive überwiegt schon, weil es schon auch eine starke Community gibt, ja, die da korrigieren kann. Klar, wenn man mal so einen Mob anzieht, wie das jetzt bei der Jasmina Kunkel der Fall war, das ist schon heftig, da kann man sich auch kaum gegen wehren, weil das dann so überhand nimmt. Dann gibt es Trolle, die, weiß es nicht, jeder Troll produziert 100 neue Trolle, das ist schon heftig. Aber deshalb würde ich die sozialen Medien ehrlich gesagt nicht wieder abschaffen, das steht eh nicht zur Frage, aber ich glaube auch nicht so sehr beschränken. Ja. Inzwischen gibt es ja ein paar Gesetze, wo man einfacher dann die Leute vor Gericht bekommt und sie eine Strafe bekommen. Ja, da hat sich schon ein bisschen was getan, aber muss ich noch mehr tun. Hm. Genau, auf die Gesetze schauen wir dann noch, was es für Möglichkeiten gibt und was vielleicht auch noch fehlt an Möglichkeiten. Vielen Dank bis hierher. Ich würde die Frage weitergeben an Peter Hilkes. Sie arbeiten ja im Netzwerk der Münchner Migrantenorganisationen und ja, was haben Sie für Erfahrungen gemacht, auch offline, wie läuft es vor Ort momentan, wie schätzen Sie die Situation ein und was glauben Sie, welchen Einfluss haben da die digitalen Medien? Ja, zum letzteren Punkt oder Aspekt lässt sich konstatieren, dass natürlich die meisten der Mitglieder im Netzwerk Morgen und alle diejenigen, mit denen wir in den Communities etc. in München zu tun haben, das sind ja mehr als nur die Mitglieder von Morgen, diese Menschen nutzen natürlich alle die sozialen Medien, weil die für die unerlässlich sind, auch gerade in der Kommunikation mit ihren Herkunftsregionen und Herkunftsländern. Sie benötigen die für Informationen, Austausch, weil es das schnellste, billigste und wahrscheinlich auch wirkungsvollste Medium ist für die meisten. Was da kolportiert wird und so weiter, das
kann ich nicht beurteilen, weil ich all die Sprachen, in denen die Menschen kommunizieren, natürlich nicht verstehe. Ich weiß aber, dass natürlich ganz viele Fake News, Desinformationen laufen, insbesondere als Beispiel jetzt, ich will kein neues Fass aufmachen, über die Pandemie und die Impfbedingungen etc. Als Beispiel jetzt. Viele Mitglieder des Netzwerks Morgen, denke ich, berichten nicht über nicht unmittelbar über die Erfahrungen in ihrem Alltag oder auch in ihrer Arbeitswelt, wobei das natürlich das Gleiche ist. Disziplin, also nichts zu berichten, ist relativ ausgeprägt, aber es ist auch verständlich, wenn man natürlich auch kein neues Fass aufmachen will, sagen wir mal so in Anführungsstrichen. Im Gespräch, im bilateralen Gespräch kann es sein, das ist also schon ein paar Mal vorgekommen, dass sich Menschen mit mir austauschen, aber das ist relativ begrenzt und selten, weil diejenigen, die bei uns Mitglied sind, vielleicht auch durch die Gemeinschaft im Netzwerk und so, sich stark fühlen und auch das nicht unbedingt weitergeben. Ich bin ganz sicher, dass es da Probleme gibt, aber die werden nicht so artikuliert, so dass wir das dann mitbekommen. Das ist also völlig klar, jetzt als Mitglieder oder diejenigen, die noch nicht Mitglied sind in den Communities. Was ich aber persönlich für Erfahrung gemacht habe, es gibt in München einen Flughafen, da habe ich mal gearbeitet und der hat ein wunderbares Portal und stellt sich immer als Multikulti und tolerant und weltoffen etc. vor, aber es ist ein unfassbarer Rassismus, der zumindest in der Zeit, wo ich dort war, das ist also, wie lange ist das her? 8-9 Jahre. Ein unfassbarer Rassismus und mit Diskriminierung verknüpft, was man sich nicht vorstellen kann. Wobei man immer sagen muss, in München und auch in Bayern wird immer auf das Trennende großen Wert gelegt. Das heißt, wenn jemand anders ausschaut, vermeintlich oder wie auch immer, einen anderen Namen hat, dann wird erstmal darauf rekurriert, dass der ja nicht, was weiß ich, Wolpertinger heißt, sondern eben anders. Und das ist, denke ich, ein Prinzip, das gerade das Trennende schärft und auch es leichter macht, jemanden eben als anders zu definieren. Ich habe im Ruhrgebiet gelebt und gearbeitet, an der Uni und außerhalb. Und ich war jetzt vor kurzem da, habe mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Und das ist da eigentlich nicht so ein Thema. Das heißt, das ist in Bayern oder in München zumindest konkret besonders. Und wie man dann damit umgehen sollte oder kann, könnte, darüber sprechen wir ja vielleicht gleich. Ich wollte noch etwas zu dem Srebrenica sagen. Wir wissen natürlich aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus dem, was da passiert ist, etc., dass die Situation höchst schwierig ist. Und wir haben zum Beispiel versucht, mit einem Kooperationspartner eine Vortragsserie zu organisieren. Und die Trennung zwischen denjenigen, die früher zu Jugoslawien gehört haben, ist riesengroß. Da findet auch relativ wenig Austausch statt, zumindest reduziert, sagen wir es mal vorsichtiger. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine serbische Gruppe einladen oder zu einem serbischen Thema, dann kommen nur die Serben, die Bosnier kommen zum bosnischen Thema und die Kroaten kommen nur dann, wenn es um Kroaten geht. Und die anderen will ich jetzt mal gar nicht erwähnen. Und diese Drohungen, von denen Sie vorhin erzählt haben, diese Drohungen sind da normal. Die sind bei uns auch normal geworden, aber da auch in dieser aufgeheizten, immer noch latent nachwirkenden Atmosphäre sind diese Drohungen normal. Und wenn dann die Menschen sowas raushauen, dann wirkt das natürlich wie ein Hammer. Man muss aber auch wissen, und das wissen wir, dass nicht nur dort, sondern generell auch in unserem Netzwerk, auch vielleicht unter manchen Mitgliedern, natürlich Diskriminierung und Rassismus stattfindet. Wir können das aber nicht erschließen oder bekommen das vielleicht nur am Rande mit. Also ich habe von manchen Dingen gehört, aber kann das nicht belegen.
dass es eben zwischen den unterschiedlichen Gruppen oder überhaupt in München, die Communities insgesamt, egal ob morgen oder nicht, dass es da eben auch Diskriminierungsformen gibt. Sehr vielfältig und ja, da muss man sprachlich total fit sein, um das mitzukriegen. Ja, aber so viele Sprachen, also ich kann ein paar, aber nicht so viele. Das mitzukriegen und zu dokumentieren, also ganz cool zu dokumentieren und dann eben der Sache juristisch nachgehen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Genau. Übrigens in München einen Verein, der heißt Balkanet e.V. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da arbeiten alle zusammen. Das ist ein sehr schöner Verein. Und die Situation ist leider jetzt eher schlechter geworden in Bosnien und wahrscheinlich dann dadurch auch hier wieder. Genau, danke auf jeden Fall für den wertvollen Tipp, Barbara. Ich würde die gleiche Frage jetzt auch mal an den Ruben weiterleiten. Und zwar, genau, wenn du magst, du gleich schon starten oder soll ich dir nochmal die Frage, ich kann die Frage auch gerne nochmal wiederholen sonst. Ja, die Frage war, welche Herausforderungen sich durch Hass im Netz jetzt vor allem für mich bzw. für uns ergeben, oder? Ja. Genau, und welche Beobachtungen du zum Beispiel bei dir oder durch deine Arbeit zum Beispiel auch gemacht hast. Mhm. Genau, ich kann mich da vielleicht ein bisschen anschließen meinem Vorredner, dass ich viele Sachen tatsächlich nicht so mitbekomme. Also genau, ich mache neben Studium und anderem Engagement unter anderem in der Gruppe, wie es vorgestellt wurde, die Pastinaken, politische Bildungsarbeit. Und das bedeutet, das sind meistens Workshops, also meistens irgendeine Form von Kurzzeitpädagogik, sage ich mal. Das bedeutet, ich bin kein Sozialarbeiter, der zum Beispiel jetzt zu einzelnen Jugendlichen oder Kindern oder auch Erwachsenen irgendwie eine längere Beziehung hat. Klar gibt es manchmal, dass man Leute zweimal trifft oder so, aber normalerweise bin ich oder sind wir für einzelne Termine da. Und dann ist es so, wenn wir das Thema nicht explizit setzen oder wenn es nicht wirklich starken Gesprächsbedarf gibt oder irgendwie einen Vorfall, dann kommen die Sachen vielleicht gar nicht so raus. Deswegen habe ich da tatsächlich gar nicht so die wahnsinnig, den sehr großen Überblick darüber, wie präsent es ist. Also wir bieten auch Workshops an, speziell zu Hate Speech, zu Hass im Netz. Und dann merkt man schon, genauso wie wenn man sich mal damit mehr befasst, wenn man sich entweder einliest oder mal selber zum Beispiel, ich habe vorhin auch mal recherchiert und mir zum Beispiel einfach irgendwie ein, zwei Videos auf YouTube angeschaut und dann gerade von so prominenten, sage ich jetzt mal, Hassfiguren, also das muss man tatsächlich so ausdrücken, also ich habe irgendwie ein Interview mit Karl Lauterbach angeschaut, weil ich mir dachte, okay, das könnte ja gerade relevant sein. Und natürlich sieht man da lauter Kommentare, also trotz Regularien und geänderter Gesetze oder so. Also es bedeutet, es ist ein Thema, aber ich sehe es als eine Schwierigkeit, dass man halt einerseits diesen Bubble-Effekt hat, also diese Filterblasen oder da gibt es verschiedene Begriffe dafür, aber dass halt zum Beispiel manche Formen von Diskriminierung, von Hass, von Radikalisierung in mehr oder weniger geschlossenen Communities stattfindet. Und das können wirklich Chatgruppen sein, das können Gruppen in sozialen Netzwerken sein oder Channels auf Twitter, was weiß ich. Aber das kriegt natürlich ich erstmal gar nicht so mit, weil ich habe einen komplett anderen Freundinnenkreis, eine andere Haltung. Das bedeutet, genau, ich sehe manche Sachen nicht. Und ich glaube, es ist auch ein Problem, dass also die Verbindung von Online und Offline noch nicht so stark passiert, soweit ich das überblicken kann, auch in der sozialen Arbeit, aber auch bei anderen Dingen, also auch politisch. Langsam wird das Thema präsenter und ja, ich habe es gerade erwähnt, jetzt auch durch aktuelle Fälle in der Politik und medial mehr verhandelt, aber ich glaube, lange wurde es einfach zu sehr ignoriert und dann erst durch so Attentate, wie zum Beispiel unter anderem auch hier in München das Attentat am OEZ oder Attentat in Hanau oder man kann eigentlich beliebige fast nehmen weltweit. Da sind ja viele, gehen zumindest stark einher mit einer Radikalisierung und einem rechten Radikalisierungsprozess online.
der oft wesentlich war, also der nicht mehr hauptsächlich stattgefunden hat in irgendwelchen Kameradschaften oder rechtsextremen Organisationen. Und ich glaube, langsam gibt es erst ein Bewusstsein, dass man weiß, okay, man muss auch diese Dinge, die überwiegend in Online-Räumen geschehen, offline angehen. Und dann kriegen wir zum Beispiel Anfragen und dann heißt es ja, ich mache jetzt mal irgendein Beispiel, wir arbeiten ja mit verschiedenen Zielgruppen, aber in der Schulklasse wurden irgendwie rechtsextreme, also zum Teil wirklich krasse Bilder oder Aussagen getätigt in irgendeiner WhatsApp-Gruppe und das hätten sonst auch die LehrerInnen gar nicht mitbekommen. Und dann vielleicht ist irgendwie zu uns gelangt oder Leute, Betroffene oder Umstehende haben das sozusagen berichtet und dann kriegen wir die Anfrage. Aber genau, meine Angst ist dabei auch immer, dass man eben Sachen gar nicht so mitbekommt und dass es halt auch sehr wenig zum Beispiel soziale Arbeit online gibt, die sich irgendwie darum kümmern würde. Mhm. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt schon viel gehört und viele wichtige Punkte zusammengetragen, glaube ich. Zum einen ist es eben tatsächlich gerade aktuell wieder zu beobachten, es gibt diese Online-Postings, diese Online-Äußerungen, die eben oftmals hasserfüllt sind und die in letzter Zeit, ja, gefühlt zumindest zunehmen. Das ist wahrscheinlich auch mit der Verbreitung der Technik einhergehend, diese sozialen Netzwerke, die es noch vor 20 Jahren eigentlich gar nicht gab, wo heutzutage eben jede und jeder Sachen schreiben, veröffentlichen, posten kann, Videos drehen kann, live gehen kann, live streamen kann und so weiter. Das eröffnet neue Möglichkeiten, die positiv wie negativ genutzt werden. Zum anderen sind aber auch die Online-Communities selber stark. Das habt ihr auch schon gesagt, Barbara, du hast es vor allem auch angesprochen. Es gibt dann immer auch Solidaritätsbekundungen und es gibt dann immer Menschen, die sich zusammenrotten und die anderen Menschen helfen, die gerade irgendwie online angefeindet oder bedroht oder sonstiges wären. Und es gibt Gesetze, da würde ich jetzt mal drauf blicken wollen. Zum einen sind natürlich Sachen wie Beleidigungen, Bedrohungen und so weiter sind in Deutschland sowieso strafbar. Zum anderen haben wir neuere Gesetzeslagen, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das 2017 in Kraft getreten ist, wo auch nochmal konkret die Online-Netzwerke und die Anbieterfirmen verantwortlich gemacht werden und auch in Haftung genommen werden können. Da wäre jetzt die Frage, wie schätzt ihr das ein? Reicht es aus, was wir momentan haben? Also die Eigendynamik in den Communities plus die Gesetze, die eben existieren? Oder gibt es da große Lücken, wo man noch ansetzen müsste? Wer hat spontan eine Idee? Ich werfe die Frage jetzt einfach mal in die Runde. Fehlt euch da was, wo ihr sagt, da müsste man noch eingreifen? Herr Hilkes? Ja, also ich denke, also ich gehe immer davon aus, dass wir etliche Gesetze haben, dass es ein großes Thema ist, dass es Novellen gibt. Die letzte war jetzt 2017, ja, also wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Man muss natürlich immer schauen, ob man ja nachjustieren muss, ja, also reformieren, was auch immer, Dinge aufnehmen. Aber ich denke, dass bei uns in Deutschland die Grundlage relativ okay ist, aber diese Eigendynamik ist einfach da. Auch die Anonymität der Menschen und der Mensch in der Masse, das ist ja so ein ganz besonderes Phänomen. Egal, ob es Linksradikale oder Rechtsradikale sind, der Mensch in der Masse wird plötzlich vom freundlichen Menschen zu einer aggressiven Person, die Dinge gegen andere Menschen wirft oder schlägt und mit anderen Menschen schlägt und so weiter. Wir kennen das auch aus der Fankultur im Fußball. Ja, da gibt es Studien, die schon ganz alt sind und die weisen darauf hin, dass ein ganz friedlicher Mensch, der dann zum Fußballspiel geht, dann im Stadion, ich sage das jetzt mal etwas übertrieben, natürlich dann zum Radikalen wird, der dann da auch aggressiv agiert und natürlich auch andere diffamiert. Grundsätzlich bezüglich der sozialen Medien, denke ich, darf man oder sollte man nicht vergessen, die sozialen Medien sind keine Plattform für systemtheoretische, wissenschaftliche Diskurse, sondern Wissen wird natürlich vermittelt, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Ja? Vorhin wurde gesagt, also Emotionen, Empathie ist ganz wichtig auf der einen Seite, Hass haben wir auf der anderen Seite. Facts und Figures zu vermitteln ist natürlich möglich und total wichtig. Ich kann das relativ wenig beurteilen, weil ich nicht so intensiv in den sozialen Netzwerken aktiv bin wie Frau Thuma zum Beispiel. Aber ich würde von den sozialen Netzwerken eher weniger neutrale Äußerungen, Analysen verlangen, weil die suche ich mir irgendwo anders. Aber ich bin da vielleicht noch
oder schon zu alt und rekurriere da auf andere Quellen. Ja, Ruben, was meinst du? Also nochmal zu dem zu dieser Gesetzesfrage auch. Ich glaube auch, also ich würde insofern zustimmen, dass ich auch glaube, dass das die letzten Jahre gute Neuerungen waren, dass auch das Problem überhaupt politisch mehr angegangen wurde und nicht so ignoriert wurde. Was kann ich jetzt mutmaßen, aber ich denke, es sicherlich auch zusammenhängt damit, dass PolitikerInnen ja vermehrt betroffen waren. Und ich meine nicht nur den Mord an Walter Lübcke, sondern auch diverseste Morddrohungen und so weiter, die es gab. Ich glaube aber auch, dass sozusagen der Handlungsspielraum begrenzt ist oder dass das Ganze Schwachstellen hat. Also ich glaube, man kann jetzt diese, ohne dass ich da Experte wäre oder ins Detail gehen will, aber die konkreten Gesetze, glaube ich, immer noch sozusagen kritisieren, dass sie gewisse Lücken haben. Also dass es zum Beispiel oft schwer möglich ist, eine genaue Nachverfolgung zu machen, dass es einfach eine unfassbare Menge gibt an Online-Kriminalität und die, glaube ich, die Behörden auch einfach komplett überfordert sind. Und auch die Betreiber von sozialen Netzwerken, die haben ja jetzt sozusagen nicht nur eine Mithaftung, sondern mehr oder weniger eine Pflicht, oder ich weiß nicht genau, wie es formuliert ist, die sollen auch proaktiv Sachen anzeigen. Aber auch da, glaube ich, gibt es zu wenig Eigenverantwortung. Das ist sehr schwierig, die da zu bekommen. Also auch Leute, die da arbeiten, sagen immer wieder, dass sie zum Teil die notwendigen Daten nicht bekommen zu Tätern und so weiter. Und ich glaube sozusagen, neben diesen technischen, organisatorischen Schwierigkeiten bleibt halt der Punkt, dass das letztlich ein gesellschaftliches Problem ist, was man, glaube ich, nur eingeschränkt juristisch lösen kann. Und ich sage nicht, dass man es nicht probieren sollte und dass es nicht neue Gesetze, bessere Gesetze und so weiter braucht, aber es wird immer Wege drumherum geben. Also ganz viele Communities bewegen sich zum Beispiel inzwischen verschlüsselt oder kommunizieren verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt. Das bedeutet, wenn wir da sozusagen nicht, oder wenn staatliche Behörden nicht auf die Schiene gehen wollen, zu sagen, okay, wir müssen bewusst diese Verschlüsselung brechen und Schwachstellen einbauen in technischen Geräten und so weiter, dann ist es gar nicht ganz nachvollziehbar. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel, glaube ich, wird sozusagen weitergehen. Und man sieht eben schon, dass das Ganze, glaube ich, nicht allein juristisch zu lösen ist und dass es eine gesellschaftliche und politische Komponente hat. Und dass zum Beispiel auch als vorher angesprochen wurde, ich verstehe sozusagen die Grundtendenz, aber ich wäre auch ein bisschen vorsichtig mit so einer Gleichsetzung von so Links- und Rechtsradikalismus, weil sich gerade gezeigt hat, dass Hass im Netz, dass die Täter überwiegend, sage ich mal, mindestens rechtsanfällige bis rechtsextreme Männer sind. Und ich glaube nicht, dass man die alleine mit einer Anzeige oder einer Löschung von Inhalt irgendwie sozusagen ihnen begegnen kann. Ja. Und wahrscheinlich kann man auch nicht das Netz überregulieren, ja. Und man will ja auch im Sinne eines freien Internets, will man ja auch verschlüsselte Kommunikation zum Beispiel ermöglichen, was du angesprochen hast, ja. Und will eigentlich nicht, dass die Sicherheitsbehörden alles knacken können. Aber das ist natürlich immer die Versuchung, ja, in der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Die InnenpolitikerInnen plädieren dann immer dafür, dass man möglichst viel überwachen können muss und dürfen soll, und die liberalen PolitikerInnen widersprechen dem. Das ist eine altbekannte Herausforderung und Diskussion. Barbara, wie siehst du das? Na, ja. Eigentlich hat der Ruben jetzt schon alles gesagt. Ich wollte auch sagen, dass die Gesetze wahrscheinlich schon recht gut sind. Expertin bin ich da auch nicht, aber dass einfach zu wenig Kapazitäten da sind, um wirklich die auch nur die allerschlimmsten Hate-Speech-Fälle nachzuverfolgen. Also inzwischen ist ja, glaube ich, schon so, dass man sich mit Klarnamen auch, also irgendeinen Klarnamen bei Facebook hinterlegen muss. Und ich fand auch gut, was du gesagt hast über Links- und Rechtsradikalismus. Also ich habe auch eigentlich noch kaum davon gehört, dass sich Menschen links radikalisieren im Internet über Facebook, über Hate Speech, aber mit den Rechten ist es schon heftig. Auch jetzt mit dem ganzen Corona und Querdenken hat sich das schon dramatisch geändert. Und Facebook ist ja auch immer, kommt auch immer mehr in die Kritik, dass sich da was tun muss. Aber, und ich glaube, dass sie da auch
wirklich jetzt verstärkt auch Menschen eingestellt haben, um gegen Hate Speech vorzugehen. Aber andererseits habe ich mal eine Zeit lang auch öfter mal so Hate Speech gemeldet. Und meistens ist dann gar nichts passiert. Während wenn irgendwo mal auf Facebook eine Brustwarze plötzlich aufblitzt, ist der Account gesperrt. Also irgendwie ganz verstehen kann man das nicht. Da muss sicher noch viel mehr gemacht werden. Genau, ich würde auch zum Beispiel sagen, also Gesetzeslage, es gibt schon gute Gesetze, wie jetzt Björn schon auch genannt hatte, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Zum Beispiel, da ist ja auch schon fest drin formuliert, dass zum Beispiel Plattformen Hasskommentare löschen müssen. Da ist natürlich, da hört die Gesetzeslage dann aber auch wieder auf, weil in welcher Form, also quasi wie sie zum Beispiel Inhalte melden oder wie quasi sie dazu kommen, ist das dann wieder oder kann dann natürlich wieder nach Standards von den jeweiligen Plattformen entschieden werden. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall gute Gesetze gibt. Man muss nur auch immer ein bisschen gucken, dass sie quasi entsprechend auch umgesetzt werden, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt für mich, also ich glaube gerade auch so in der Transparenz muss eigentlich mehr getan werden. Also man muss mehr darauf schauen, dass die Gesetze auch entsprechend erlassen werden und dass vor allem halt sowas wie Symbolgesetze auch einfach zum Beispiel gar nicht erst formuliert werden. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Wahlkampf ist und dann sagt man, ah, jetzt könnte man sich ja dem Thema mal wieder widmen. Also das sind dann Gesetze, die dann eigentlich ja nicht wirklich angewendet werden, genau. Ich glaube, das wäre so ein Punkt. Was ich aber auch sehe, und das ist so ein bisschen dann die andere Seite, dass wir schon auch gerade die Plattformen mehr in die Pflicht vielleicht nehmen sollten, weil man kann ja doch irgendwie nicht den ganzen privaten Unternehmen quasi seine Internetsicherheit quasi überlassen, würde ich jetzt mal behaupten. Oder wie seht ihr das oder wie sehen Sie das? Schweigen. Ruben meldet sich. Ja. Also ich würde mich da, ich versuche mal mich diesmal kurz zu fassen, ich würde mich da wirklich dem anschließen, was Barbara, was du gesagt hast. Ich glaube, dass, also, dass da mehr passieren sollte und auf der Seite der BetreiberInnen, aber das ist sozusagen wirklich, es braucht da, glaube ich, Druck. Also es braucht da irgendwie öffentlichen und politischen Druck. Wie du gesagt hast, es gibt ja Algorithmen, die zum Beispiel, also ja, allein eben Brustwarzen, irgendwie Nacktheit oder so sehr klar erkennen können, aber es schaffen offensichtlich Algorithmen nicht mal Beleidigungen zu erkennen. Und das kann kein technisches Problem sein, weil eine Liste zum Beispiel mit Wörtern, mit beleidigenden Wörtern oder so zu nutzen, um das zu erkennen und das dann vielleicht nach Überprüfung oder so zu sperren, wäre ja möglich. Und ich glaube schon, dass es gut wäre. Also ich glaube, wie ich vorhin gesagt hatte, dass nicht die Ursachen bekämpft werden, aber allein dadurch, dass es da nicht mehr steht, dass es andere Leute nicht sehen können, dass es Betroffenen sozusagen nicht weiter Schaden zufügt, den die Täter meistens, also ja, TäterInnen, aber meistens sind es ja leider Täter, den die ja gar nicht mitbekommen, im Gegensatz zu analog. Also die sehen ja nicht mal, was sie vielleicht mit irgendeinem Kommentar, der in 10 Sekunden getippt ist, was sie damit ausrichten. Deswegen wäre es natürlich begrüßenswert, wenn man einfach versucht im Sinne von irgendwie, wie man es nennen will, demokratischer Räume darauf zu achten, dass die Sachen, auch wenn man die Leute nicht direkt ändern kann, zumindest nicht mehr offen irgendwo stehen. Und natürlich auch, weil es ein gewisses Radikalisierungspotenzial gibt, gerade von extrem rechter Seite. Also das sind ja nicht nur, ich sage jetzt mal, wie es gerne dargestellt wird, so frustrierte Einzeltäter oder so, sondern es gibt ja rechte Organisationen, die die letzten Jahre gemerkt haben, im Netz spielt sich wahnsinnig viel ab und die gezielt Leute mehr oder weniger einschleusen in gewisse Communities und dann zum Beispiel halt immer radikalere Aussagen treffen. Problem ist natürlich wirklich bei den Anbietern, dass die in der Regel in den USA sitzen und dass dort einfach andere Gesetze gelten als in Deutschland und in Europa. Und man versucht natürlich mit der Gesetzgebung hierzulande darauf einzuwirken, so gut es eben geht. Aber
diese Diskussion zwischen Meinungsfreiheit und den Grenzen der Meinungsfreiheit und der Grenze von Beleidigungen, Rassismus, Hassäußerungen, die dann gelöscht werden müssen. Da ist sowas wie ein Nacktfoto einfach ja, durchaus leichter zu handhaben, weil da sieht man offensichtlich, worum es geht und dann kann man das löschen und sperren oder eben auch nicht. Und da sind die Algorithmen leichter zu trainieren und auch die Content-Moderatoren, die dann oft irgendwo im, ja, im Ausland, in Asien oder sonst wo günstig bezahlt sitzen, die teils auch der Sprache nicht mächtig sind, die können Bilder oder Videos leichter löschen als Textaussagen. Das sind viele Probleme, die wir da antreffen. Vielleicht gucken wir auch nochmal in den Alltag vor Ort und in die pädagogische Arbeit. Sümeyye, du meldest dich gerade. Vielleicht auch nochmal die Frage, wie kann man das eben vor Ort dann umsetzen oder wie macht ihr das zum Beispiel in euren Projekten mit Familien, auch mit Kindern und Jugendlichen? Wie versucht ihr da einzuwirken? Genau, ich wollte noch ganz kurz was zu der Aussage sagen, also ergänzend quasi, was Ruben gesagt hat bezüglich ob man rassistische Inhalte, Texte oder sowas erkennen könnte oder nicht. Du hast es auch schon erwähnt. Natürlich ist es einfacher für Leute, die im Ausland sind und diese Netzwerke sozusagen durchforschen nach solchen Sachen. Was uns aber jetzt in der Pandemie gezeigt hat, wenn das, also ich, das ist jetzt meine Meinung, was uns jetzt gezeigt wird, wenn das Interesse wirklich da wäre, um solche rassistischen Aussagen oder sowas löschen oder aus dem Netz verbannen was uns die Pandemie gelehrt hat, ist, man kann, also okay, natürlich ist es einfacher, wenn man ein weltübergreifendes Wort hat wie Covid oder Corona, dass man diese oder Impfung, überall, wo diese Wörter quasi in irgendeiner Form erwähnt werden, erkennt das System, dieser Algorithmus, diese Wörter auf Anhieb und man bekommt ja gleich eine Warnung quasi, ob das jetzt positiv formuliert ist oder negativ, also gegen Corona-Maßnahmen oder für Corona-Maßnahmen. Dieses Algorithmus erkennt es und gibt dir ja diese, ihr wisst, was ich meine, diese Anmerkungen, dass man sich doch beim Gesundheitsamt oder sowas sozusagen informieren solle. Wie wir das vor Ort machen, das, kannst du da nochmal deine Frage wiederholen, Björn? Genau, die Frage war einfach, wenn wir jetzt mal wegkommen von dem technischen Aspekt und der Gesetzgebung im Netz und der Macht der Konzerne und so weiter. Aber die Frage, was können wir tun in unserer alltäglichen Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen? Was können wir denen vermitteln und wo setzt ihr da an in eurem Projekt? Genau, also wir setzen in der Hinsicht an, dass wir sagen, okay, Vielfalt ist gut und Vielfalt ist wünschenswert. Und dass man, wenn man, das ist einfach das, was wir den Kindern vermitteln, dass wir allen willkommen heißen. Das heißt, also diese Willkommenskultur ist einfach ganz groß und offen angesagt. Und letztendlich geht es darum, dass wir die Kinder dann natürlich auch sensibilisieren oder die Familien sensibilisieren auf manche Begriffe oder so. Und wichtig ist einfach unsere eigene Haltung gegenüber Menschen. Und wichtig ist auch in der Kommunikation, was wir auch vermitteln möchten, dass wir sagen, ich bleibe bei mir, ohne den anderen anzugreifen, ohne diese, ich meine, jeder von uns ist etwas ganz Besonderes. Ja? Egal welche Hautfarbe, egal welche äußeren Merkmale wir haben, das spielt letztendlich keine Rolle, sondern die inneren Werte sind es und darauf legen wir Wert. Und diese Werte versuchen wir auch anhand von Beispielen eben an die Menschen heranzutragen, auch wenn manche sprachliche Floskeln sozusagen im Alltag in der Sprache, in unserer Sprache teilweise verankert sind. Wenn man dieses Bewusstsein noch nicht hat, kann man die Leute dann, je nachdem, was für eine Beziehung man dann zu den Leuten hat, sie darauf aufmerksam machen. Und das ist quasi unsere Aufgabe, sage ich mal, wenn wir sehen, okay, es finden
verbale Attacken untereinander statt, dass man sagt, du schau mal, wie würdest du dich fühlen? Also quasi über die Empathie versuchen, das Ganze so voranzutreiben. Und was ich natürlich auch sehe, ist in Bezug auf unsere Bildungslandschaft, da fühle ich mich jetzt zum Beispiel besonders wohl, weil wir eben, also vor allem in Neuaubing, in Neuaubing-Westkreuz, also Bezirk 22, da wo wir ja zuständig sind quasi und tätig sind, dass in der Bildungslandschaft die Einrichtungen schon kultursensibel handeln und auch auf Augenhöhe quasi uns sehen. Sobald es natürlich nach, mit Menschen in Kontakt kommen, die jetzt nicht so viel mit Menschen wie uns quasi im Alltag zu tun haben, da hört man dann schon heraus, dass man sich erstmal, dass man erstmal in Anführungszeichen darstellen möchte, muss, dass man überhaupt Deutsch kann. Also diese Vorurteile erlebt man dann quasi auch. Ja, genau. Genau, also ein sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall, kultursensibel zu handeln im Alltag und da auch entsprechend darauf hinzuweisen. Ich würde die Frage einfach auch mal weitergeben an Herr Hilkes. Sie hatten sich dazu auch gemeldet. Sie sind noch stumm geschalten. Ja, Entschuldigung. Ich kann zu mir nur zustimmen. Für uns ist gerade diese Vielfalt, die wir im Netz haben, die aber auch in den Communities natürlich ist, wenn ich jetzt an alle denke, mit denen wir im Projekt kooperieren, das ist schon unglaublich. Und da kann ich nur sagen, indem wir Begegnungen schaffen, reduzieren wir und Menschen sich kennenlernen, reduzieren wir automatisch auch schon mögliche Konfliktpotenziale. Man weiß natürlich nie, ob das dann jetzt nur eine Momentaufnahme ist oder so, aber das ist jedenfalls so. Und diese Interkulturalität, die wir haben, die führt einfach dazu, dass man entsprechend miteinander umgeht und offen ist und neugierig und dementsprechend auch reagieren wir. Für uns ist es total wichtig, dass wir zum Beispiel sagen, dass wir die Kompetenzen und Erfahrungen von Menschen, die zu uns gekommen sind nach Deutschland, ja, dass wir die schätzen, ja, dass wir sie nicht hinten anschieben, hinten anstellen etc., sondern das ist total wichtig, dass wir sie einbinden in unsere Arbeit. Und ich kann da ganz viel zu sagen, auch in der Pandemie und so, das ist total wichtig. Das ist sehr positiv. Negativ ist zum Beispiel, das ist das, was auch Simeje gesagt hat, ich bin einmal zu einer BA-Sitzung gegangen, ich sage jetzt nicht, in welchem Bezirk, und da war ich mit einer Kollegin da, die also Kopftuch trägt, und ich kam erst später, ja, und in der Zeit, wo sie da war, haben die Bezirksausschussmitglieder sie alle ganz komisch beäugt, ja, haben wahrscheinlich gedacht, na, wenn da jetzt mal nicht irgendwie was passiert. Und das ist natürlich shocking, ist aber leider Realität. Und wir reden jetzt von Gremien, von offiziellen Gremien der Landeshauptstadt München, wo es auch Integrations- und Migrationsbeauftragte gibt, wo aber diejenigen, die dort sonst sitzen, eigentlich nie mit denen zu tun haben, über die wir jetzt gerade sprechen. Und die für uns total wichtig sind für unsere Arbeit. Das heißt jetzt nicht, dass die alle so sind, aber es gibt immer, das merkt man dann auch, Vorbehalte etc. Das ist unglaublich und das betrifft auch Kolleginnen und Kollegen von mir. Übrigens auch gegenüber Deutschen, ja, also von denen man, wenn dann jemand kommt, der vielleicht nicht so toll gekleidet ist und so weiter, ja, dann, ja, ich habe mal so einen Kollegen vorgestellt, ja, und dann hat meine Kollegin reagiert, also innerlich hat sie den gleich vernichtet, und der Mensch ist ein bekannter Journalist beim Bayerischen Rundfunk, ja, und ja, also nur mal so am Rande, ja, so. Das heißt, man weiß nie, wer vor einem steht, und was ich noch ansprechen wollte, und das gibt es im Bereich Soziales genauso wie im Bereich Kultur. Alles, was mit Migrantinnen und Migranten zu tun hat, muss immer niedrigschwellig sein. Und das ist für mich absolute Diskriminierung, ja? Weil häufig
der Transfer geleistet wird, niedrigschwellig, also heißt gleich dumm, kann nicht genug Deutsch, erfüllt nicht die Bedingungen und so weiter. Da müssen wir einfach eine, nur, was weiß ich, im Pidgin-Deutsch irgendwie sprechen, damit die uns verstehen. Das ist aus meiner Sicht Diskriminierung, aber Sie finden dieses Wort niedrigschwellig wunderbar in tausenden von Kontexten. Und jedes Mal, so wie heute Abend, wenn das Thema ungefähr angeschnitten wird, dann halte ich so eine flammende Rede dagegen, wie gerade jetzt, weil mir das total wichtig ist. Denn das zeigt, dass wir von unserer Seite aus selbst ganz viel machen können, nicht nur das mit der Genderisierung und so weiter, sondern ganz viele wichtige Akzente setzen, die bei den Menschen direkt ankommen und sie direkt erreichen. Das ist total wichtig. Darf ich dazu was sagen? Ja. Und da, Peter, du hast da wirklich was angesprochen, und zwar bezüglich diesem Wort niedrigschwellig. Das hatte ich mal in Anwesenheit von meinem Mann erwähnt, dass wir sagen, okay, wir bieten niedrigschwellige Angebote an, und er meinte, wieso sagt ihr jetzt niedrigschwellig dazu? Ja, das ist ja auch schon eine Art Diskriminierung. Also ihr tut so, als ob jetzt die anderen Menschen weniger wert oder weniger könnten als ihr, ne? Und seid ihr jetzt die Besseren, weil ihr jetzt etwas mehr könnt oder jetzt die Pädagogen seid oder was? Also da hat er auch gesagt, das kann doch nicht sein. Nennt es doch anders, aber nicht wieder diese hoch und niedrig und so weiter. Also da stimme ich dir vollkommen zu, Peter. Okay. Interessanter Aspekt, können wir gleich nochmal drauf gucken. Ich würde nochmal die Runde auch öffnen. Wir haben jetzt diese Veranstaltung, ist ja quasi eine Doppelveranstaltung. Es ist heute Abend live mit Publikum und es wird später bei YouTube dann auch veröffentlicht sein. Alle, die heute Abend live dabei sind, können sich natürlich auch gerne einbringen. Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, dürfen Sie sich gerne auch mit einschalten oder per Sprachchat die Fragen einbringen. Alle, die das jetzt bei YouTube sehen, können sich nicht mehr einbringen, aber dürfen gerne auch Kommentare hinterlassen. Genau, zum Thema Niedrigschwelligkeit nochmal. Ich finde es schwierig, ja. Ich kann einerseits schon verstehen, was ihr meint und worauf ihr hinaus wollt. Andererseits glaube ich, niedrigschwellig bezieht sich ja nicht nur auf Menschen mit Migrationshintergrund oder auf Geflüchtete oder so, sondern es gibt ja auch tatsächlich einfach Schichten in Deutschland, die dieser akademischen Sprache, die oft dann auch im pädagogischen Gebrauch zu eigen ist, die da nicht so gut mitkommen, und dass man deshalb tatsächlich manchmal auch das Niveau ein bisschen absenken muss, um an die Leute ranzukommen und irgendwo kommunizieren zu können. Aber es ist tatsächlich schwierig, so die richtige Balance zu finden, ja, und nicht überheblich zu werden, aber dennoch eben für alle verständlich zu bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Ruben meldet sich dazu. Ich wollte nur eigentlich praktisch das Gleiche sagen, dass ich mich auch, ich frage gerade auch meine und unsere Bildungspraxis, und ich habe auch das Gefühl, ich habe noch keine gute Lösung. Das ist ein schmaler Grad, weil, ja, also ich, wie gesagt, ich finde es oft auch total wichtig, aber ich möchte damit nicht irgendwelche verinnerlichten Muster oder Einstellungen irgendwie transportieren oder rüberbringen. Und ich frage mich gerade, ob man sozusagen grundlegend irgendwie was ändern muss oder ob es ein Wort, ein anderes Wort braucht, was irgendwie weniger so ein hierarchisches Verhältnis impliziert, aber ja, vielleicht nur am Rande. Herr Hilkes? Ja, also es geht ja darum, Verständlichkeit zu vermitteln und zu fördern, ja. Und man kann verständlich reden, man muss nicht niedrigschwellig reden, sondern man kann verständlich reden, egal ob man jetzt mit Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung spricht oder eben mit Menschen, die vielleicht nicht so einen Zugang zu einem wissenschaftlichen Diskurs haben. Ja, das ist jetzt, ne, das ist einfach so. Und bezüglich der Sprache, das leitet mich dann auch, ja, aber ich will jetzt kein neues Fass aufmachen. Es geht zum Beispiel auch um die offizielle Sprache in Anträgen, Formularen und so weiter, die auch von Behörden genutzt werden. Und da kann ich manchen hier nur zustimmen. Das ist für alle schwierig. Ja? Also das ist nicht, ja, da müsste man eigentlich in der Seminare zur hermeneutischen Kompetenz nach Willem Dilthey anbieten, ja. Also ich mache sowas teilweise, jetzt nicht nach Dilthey, sondern nach Hilkes, also irgendwie, ne, mit unserem Projekt zusammen. Aber das ist absolut notwendig und das schließt niemanden aus, weil alle, nicht alle, aber viele davon betroffen sind, egal ob sie Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung haben oder nicht. Das ist eben das spannende Phänomen dabei. Okay.
Genau. Ich würde gerne nochmal eingrätschen, einfach in der Hinsicht, als dass wir ein bisschen mal zusammenfassen, was wir jetzt schon gesagt hatten. Und zwar auf der einen Seite haben wir klar festgestellt, auf jeden Fall, dass wir schon auch Rassismus und natürlich auch Hass in der Gesellschaft haben, was in jedem Fall das gesellschaftliche Zusammenleben ja beeinträchtigt und dass wir da aktiv was dagegen tun müssen. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal den Punkt, um mal noch die sozialen Medien und die Mediengeschichten wieder einzubringen, haben wir ja quasi eine Gesellschaft, die sehr stark auf sozialen Medien aktiv ist. Jetzt wäre so meine Frage in die Runde, was könnten wir denn zum Beispiel tun, damit wir zum Beispiel Hass in der Gesellschaft, sowohl im Offline- als auch im Online-Leben, aber schon stark auch im Offline-Leben zum Beispiel, positiv beeinflussen können, also im Sinne von, dass wir dagegen einschreiten. Was könnten wir da denn zum Beispiel tun? Also in Bezug zum Beispiel auch auf die sozialen Medien jetzt gedacht. Also gerade so die Infrastruktur, wenn man sich die Infrastruktur von sozialen Medien beispielsweise anschaut, ist ja schon sehr stark, dass man quasi, oder funktionieren ja Social-Media-Plattformen so, dass man quasi durch Views, Likes und Co. natürlich aufmerksamkeitsschaffende Inhalte, verkürzte Falschmeldungen und so weiter quasi damit ja belohnt, indem man ihnen Views, indem man ihnen Likes gibt. Das macht natürlich auch was mit uns Menschen. Also wenn wir auf sozialen Medien unterwegs sind und dann ein Bild posten, dann hoffen wir ja schon auch insgeheim, dass wir zum Beispiel ganz viele Likes dafür kriegen und dass gerade solche Hassbotschaften beispielsweise, okay, werden ja oft stark geteilt oder angeschaut und verbreitet. Wie könnten wir zum Beispiel damit umgehen? Also was könnten wir da tun im Offline-Leben oder auch im Online-Leben, dass man Hass in der Gesellschaft reduziert? Also schön wäre es natürlich, wenn man das negiert, aber ich glaube, das schaffen wir leider nicht. Genau. Also was mir dazu einfällt, ist einfach mit positivem Beispiel vorangehen. Also so wie diese negativen Posts sozusagen viral gehen, müssen wir, also da fassen wir uns natürlich alle selber an den Kragen, dass wir sagen, wir nutzen diese Medien, diese Plattformen auch für uns und werden schaffen Content, der auch viral geht, sodass das auch bei viel mehr Leuten dann zu sehen ist und dann eben auch auftaucht. Ne? Und da müssen wir uns noch mehr quasi damit befassen, auch die Stories zu nutzen und nicht nur, also da spreche ich jetzt auch in unserem Namen quasi, nicht nur die Aktivitäten zu posten, immer wenn die Veranstaltungen da sind, sondern viel öfter quasi. Das heißt, im sozialen Bereich könnten wir auch Vorbilder nehmen und die zeigen und gute Vorbilder sagen, also zeigen einfach, was ich mir zum Beispiel in meiner Schulzeit immer gedacht habe, uns muss man auch sehen. Also ich will auch gesehen werden und einfach diese Gesichter, die vieles Positive, also viel Positives machen, sich entwickelt haben, sich integriert haben, sich einen Beitrag auf jeden Fall für die Gesellschaft geleistet haben. Diese Gesichter müssen einfach öfter gesehen werden und öfter dargestellt werden, denke ich mal, damit man sieht, okay, es gibt auch in Anführungszeichen Leute, die dazu passen und die anderen, die jetzt in den Medien immer schlecht dargestellt werden, ja, diese Leute gibt es auch, aber es gibt auch viele positive Beispiele und das ist ehrlich gesagt auch meine innere Motivation, warum ich in diesem Bereich auch arbeite, weil ich gesagt habe, okay, du bist hier aufgewachsen, hier geboren, hier aufgewachsen, hast vieles erlebt, aber hast trotzdem das Ganze so hingekriegt. Das heißt, das, was vorher als in Anführungszeichen Nachteil angesehen wurde, dass ich Migrantenkind war, dass ich wenig Deutsch sprechen konnte und so weiter, das hat sich jetzt momentan in meiner Situation als Sozialpädagogin in dieser Bildungslandschaft, die ja Zugang zu den Communities hat,
zum Positiven gewendet. Und da fühle ich mich momentan wohl. Und es ist für mich auch ein Riesenerfolg, dass wir diese Diskussionen auch in dieser Form sozusagen abhalten können und so auch dazu beitragen, einfach Gesichter zeigen zu können. Genau. Das von mir. Super, danke dir. Gerne die Frage auch in die Runde geben an die anderen beteiligten GästInnen. Barbara, gerne du. Ja, ich finde es auch ganz absurd, dass dieser Hass wirklich belohnt wird durch den Algorithmus, dass wenn es möglichst viele Reaktionen gibt, viele Likes oder viele Kommentare, desto weiter wird es gestreut. Das ist schon heftig. Und ich habe noch mal wegen Facebook was nachgeschaut. Vor 2 Monaten haben die ja tatsächlich dann mal, ich lese es hier gerade auf tagesschau.de noch mal nach, 150 Kanäle der Querdenkenbewegung gelöscht. Das war schon mal was. Und zwar mit der Begründung, es richte eine koordinierte Schädigung der Gesellschaft an. Coordinated Social Harm nennt sich das. Fand ich schon bemerkenswert. Was wir bei der IG auch machen, bei der Initiativgruppe, ist tatsächlich das, was Sinead jetzt auch erwähnt ist, dass wir auch versuchen, positive Sachen zu berichten. Zum Beispiel haben wir kürzlich beschlossen, den sogenannten MIA-Montag einzuführen. MIA, das ist der Mittelschulabschluss für MigrantInnen über 25, den nachzuholen und auch viel Berufsberatung und dann eine Ausbildungsstelle finden. Und die Arbeit, die zeigen wir dort. Und wir haben jetzt angefangen, wir haben erst ein Bild gepostet, aber von sozusagen von positiven Role Models, nämlich von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die erzählen, was sie dank ihrem MIA-Abschlusskurs geschafft haben und wo sie heute stehen, um einfach dieses Zerrbild etwas zu entzerren, dass ja viele MigrantInnen oder Geflüchtete sich nicht weiterentwickeln würden. Das stimmt ja gar nicht. Bei der Initiativgruppe gehen ja jedes Jahr Hunderte oder Tausende durch diese Kurse und wirklich gestalten ihr Leben aktiv. Und das finde ich schön, sowas auch dann zu teilen, sowas Positives. Sehr guter Ansatz, ja. Okay, vielen Dank. Wir sind übrigens in der Schlussrunde. Wir kommen langsam zum Ende der Veranstaltung. Peter Hilkes, wie sehen Sie das? Ja, das Letzte nochmal kann ich 100-mal unterstreichen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir setzen nicht nur auf Toleranz und Vielfalt, sondern eben auch auf das Einbinden von Kompetenzen und Erfahrungen, die Menschen haben. Und das ist selbstverständlich. Wir sehen das insbesondere ganz deutlich bei den Mikroprojekten, die zum Beispiel Vereine und Initiativen bei uns durchführen. Das Niveau ist in den letzten 2-3 Jahren also sensationell nach oben gegangen, gestiegen. Was da alles passiert, ist unglaublich. Und das Interessante ist, dass Vereine, die schon so weit sind, anderen Initiativen, kleineren Vereinen dann so ein bisschen auf die Schiene helfen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich eben kennenlernt, dass man was zusammen macht, egal ob aus welchen Hintergründen man kommt. Und das ist total wichtig. Ich habe erlebt, ich sage das jetzt nur ganz kurz nur, zum Beispiel, dass der Freiluftgarten in Freiham auch so ein Betätigungsfeld ist für interkulturelle Begegnungen und so weiter, auch wenn es manchmal Schwierigkeiten gibt. Aber ich habe da Dinge erlebt, die sind unglaublich positiv. Das Negativbeispiel bei der Eröffnung, das lasse ich jetzt mal weg, weil viele Leute einfach nicht wissen, was Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, alles mitbringen, was sie alles haben, was sie kennzeichnen. Symeia hat das ja vorhin sehr eindrücklich beschrieben. Und deswegen ist es, appelliere ich nochmal daran, diesem Grundsatz zu folgen, je mehr man über den anderen weiß, desto besser kann man auf ihn eingehen und desto besser versteht man sich auch. Genau, gerne Ruben. Ja, ich habe ganz viele Gedanken dazu im Kopf und ich finde es natürlich auch eine sehr,
sehr große Frage, was kann man tun? Ich finde alles gut, was gesagt wurde, und ich glaube, also ich möchte jetzt nicht das Problem oder die Lösung nicht individualisieren, aber ich glaube, wir müssen alle einen unterschiedlichen Weg finden, wie wir damit umgehen, weil ich glaube, es gibt keinen einheitlichen, genauso wie auch die Ursachen für Hass im Netz, für Diskriminierung online und offline wahnsinnig groß sind. Und ich teile auch, was ihr schon angesprochen habt, du zum Beispiel, Sophie, ich teile auch so eine Kritik an sozialen Netzwerken, dass es irgendwo eine Fortsetzung ist von einer sehr krassen, auch verinnerlichten Leistungslogik, dass man sich selber und andere sehr schnell bewertet anhand von Views, von Likes, dass es sehr stark dazu tendiert, diese Filterblasen entstehen zu lassen, wo man dann gar keine anderen Meinungen mehr sieht, und es gibt ja inzwischen leider auch irgendwie von Algorithmen produzierte Fake News und so weiter, und das sind alles Probleme, die müsste man eigentlich grundlegend angehen, und vielleicht erleben wir das auch, also wir leben ja jetzt schon einen Wandel von sozialen Netzwerken, also Facebook, was ja vor 10 Jahren irgendwie der Schrei war, ist ja jetzt so hauptsächlich für Leute, sage ich mal, in unserem Alter aufwärts großteils gefühlt, entwickelt sich zumindest in die Richtung, und vielleicht erleben wir das auch, dass in 5 oder 10 Jahren andere soziale Netzwerke da sind, die anders funktionieren, aber ich glaube, zusätzlich oder bis das soweit ist, finde ich das total gut, was ihr alle gesagt habt, müssen wir schauen, dass wir präsent sind, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die es ja auch gibt, zum Beispiel zur Vernetzung und Selbstorganisierung von migrantischen Communities, von, was weiß ich, feministischen Aktivistinnen, von anderen Menschen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen oder die zu wenig gesehen werden. Und dass wir dann trotzdem vielleicht versuchen, irgendwie Debattenräume weiterhin zu öffnen oder offen zu halten, auch online, indem man zum Beispiel Kommentare meldet, indem man doch mal was dagegen schreibt, auch wenn es keine Stunde formuliertes irgendwie Statement ist, aber dass halt nicht nur diese Hassbotschaften dastehen. Genau, ich glaube, da gibt es irgendwie viele Ansätze, und man muss ein bisschen probieren, was für einen selbst passt, aber ich glaube, es wäre schade, sozusagen das Feld aufzugeben. Und ich kann mir vorstellen, ich habe es eben vorhin gelesen, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, glaube ich, gab es so ein Projekt auch mit sozusagen Online-Streetwork, also soziale Arbeit auch online. Ich kann mir vorstellen, dass das gut wäre, das praktisch nicht zu vernachlässigen und auch altbekannte Methoden oder Ansätze in dieses neue Feld irgendwie zu transformieren. Okay, vielen Dank für eure und ihre Beiträge. Ich glaube, wir haben jetzt viel Positives auch gehört, erfreulicherweise, und vielleicht können wir so als Resümee ziehen, Hass im Netz ist nicht nur Gift für unsere Gesellschaft, sondern es kann auch Ansporn sein für unsere Gesellschaft, sich zu wehren, zusammenzuhalten. Es kann vielleicht auch die Gemeinsamkeiten stärken und befördern. Und wir haben in jedem Fall in unseren Arbeitsfeldern viele Ideen und Möglichkeiten, an den wesentlichen Punkten anzugreifen und da tätig zu werden oder tätig zu sein. Wir sind ja zum Teil eben schon und können da sicherlich auch noch intensiver uns der Sache widmen. Und ich glaube, es gibt eben viele positive Ansätze, an denen man gut weiterarbeiten kann. Wir werden übrigens bei YouTube dann in den Shownotes oder in den Kommentarfeldern oder im Infofeld natürlich auch noch verlinken auf die Aktivitäten und die Projekte, bei denen ihr und sie beschäftigt sind. Dann kann man da auch nochmal nachgucken und kann sich da auch an zuständige und fachkundige Stellen in München wenden. Ja, aber für heute bedanke ich mich erstmal für die Teilnahme. Sophia, zum Schluss vielleicht noch die Frage an dich. Was hast du mitgenommen aus diesem Abend? Was habe ich aus dem Abend mitgenommen? Also wie gerade du eigentlich schon ganz gut resümiert hast, dass das Netz für uns obwohl es natürlich hier jetzt deutlich an Hassreden und Hate Speech immer mehr gibt, dass wir doch aber gemeinsam auch entschlossen da entgegenwirken wollen und das dann auf unterschiedlichen Ebenen machen, also sowohl im Offline-Leben, indem wir eben kulturelle Vielfalt stärken auf die unterschiedlichsten Weise, und wie da auch Ruben gesagt hatte, genau das auch gut ist, wenn man das auf unterschiedliche Weisen dann auch entsprechend stärkt.
Und aber auch online, dass man da auch vielleicht kritisch einfach auch an die Online-Medien herangeht, nicht alles mal gut findet, wie es so geregelt ist, da dann aber auch entsprechend ja sich dagegen ein bisschen aufbegehrt, sage ich jetzt mal, und dann auch dagegen hält, wie ja auch Barbara, du vorhin gesagt hattest, in sehr schönen Beispielen, dass auch nicht nur Negatives, sondern eben auch Positives dann der Rückhalt auch über Social Media passiert. Und ich finde, das ist ein wichtiges Mittel, weil also eigentlich sollten ja auch gerade soziale Medien positiv sein oder eben gut genutzt werden können, eben durch uns, weil sie ja doch viele Möglichkeiten mit sich bringen, also weil wir unsere Identität zum Beispiel auf unterschiedliche Weise ausleben können, da indem wir uns beispielsweise durch Bilder posten, in einer bestimmten Weise selbst zeigen können beispielsweise. Genau, und dass hoffentlich ja auch das zukünftig stärker bestehen wird und wir gemeinsam entschlossen dem Hass im Netz entgegentreten. Ich glaube, jetzt habe ich ziemlich lange geredet. Wir sind flexibel in der Zeit. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht trifft man sich mal wieder im Real Life, nicht nur im Netz. Und in jedem Fall bekämpfen wir Hass, wo immer es sein muss. In diesem Sinne. Tschüss.